herzlich willkommen zurück zu Trine 3. Ich bin Prinz Lea und bei mir ist mein BFF Flirt. Hallo. Und ja, wir haben uns entschlossen, wir machen jetzt erstmal diese Hauptmissionen durch und diese kleinen Irgendwas-Missionen können wir immer noch am Ende machen. Bei Lust und Laune, wenn ihr das sehen wollt. Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Hauptdinger durch. Okay, gut, dann starten wir mal. Amadeus, Pontius und Soria konnten ihr Heldendasein also nicht an den Nagel hängen. Statt ihre außergewöhnlichen Kräfte loszuwerden, hatten sie das Artefakt der Seele zerstört. Und so versuchten unsere drei Helden, den Schaden, den sie angerichtet hatten, oder den, der vielleicht noch angerichtet wird, wieder gut zu machen. Die Helden betraten die Astralakademie, um herauszufinden, wo die Wolke der Finsternis hinschwebte. Alter, wir haben nur eines von drei Artefakten, oder? Es gibt noch das Artefakt des Körpers und das Artefakt des Geistes. So ist es. Und sie sind beide in der Akademie verwahrt. Und weit weniger lebendig als unser Artefakt der Seele. Ich wollte gerade sagen, warum bewegst du die deine Gegend? Ja, ich bewege die Dinger nicht. Und sie sind gruselig. Geht kaputt. Wenn ich euch nicht haben kann, mache ich euch für euch. Kann ich nicht. Aber das ist lustig. Was machst du da? Kannst du bitte ein Ding drauf projizieren? Drauf setzen? Ah! So? Kannst du irgendwas mit den leuchtenden Dingen links und rechts machen? Nee, ich glaube, das sind einfach nur Lichtquellen. Okay. Hm. Auf geht's. Wow. Die Eule ist cool. Eule. Fast. Ah, robuste Eule. Was machst du da? Hör auf, alles kaputt zu machen! Oh. Du bist auch alles kaputt. Weiß nicht! Kannst mir nicht beweisen. Was ist das denn? Das mal ein Mädchen tun. So macht man das. So, wie kommen wir jetzt darüber? Ich würde gerne dort hinübergehen. Das musst du da dran packen oder einfach dreimal. Und dann das da hinten ziehen. Ah, ich glaube, ich hab's eh. Mach mal das Seil da ab. So. Was sind diese drei Artefakte, Amadeus? Da weiß ich nicht mehr als andere Zauberer. Es sind drei magische Behälter, die vor vielen Jahren in Zwergenruinen gefunden wurden. Nur wenige konnten sich bisher ihre Macht zunutze machen. Wer hat die Artefakte hergestellt? Das weiß keiner so richtig. Zuerst dachte man die Zwerge, aber das ist unwahrscheinlich. Sie ähneln nichts, was die Zwerge sonst herstellen. Wir sollten dahin gehen, wo die beiden anderen Artefakte aufbewahrt werden. Dort könnte auch die schwarze Wolke sein. Gerade eben hat es geleuchtet. Warum hat es gerade eben geleuchtet und jetzt nicht mehr? Ah, verstehe.
doof. Da oben sind so Bilder. Da oben links neben diesem mittleren Gewölbe, da ist so ein Bild. Und dieses Bild erscheint da gerade. Genau. Da, es leuchten so auf. Ah. Genau. Oh, guck mal, wir können schwimmen. Dunkle Magie hat die Akademie befallen. Ich hab keine Angst vor diesem durchgeknallten Plunder. Hoffentlich stirbt das Zeug so schnell, wie es zum Leben erweckt wurde. Das wollte mir an den Kragen. Nein, warte, es wollte mir an die Magierkutte. Boah, Alter. Sie sind ein bisschen aggressiv, mein Herr. Ach. Sollten wir sie ein wenig therapieren? So, bring hoch. Brauchst du mir? Das war beim ersten Teil eigentlich, dass wenn jemand anderes auf dein, wenn du was hochhebst und dann jemand anderes draufbringst, dass dann kaputt, dass du das sofort kaputt, loslässt, oder? Ich lasse es sofort los, genau. Ist immer noch so. Wow, das war jetzt auch schwer. Weißt du, diese ganzen Rätsel, die sind so schwer. Ich meine, boah, sind die schwer und. Oh, warte mal. Ach, die Dinger verschwinden gerade. Wie die verschwinden. Der Platz auf der, den Platz, den man hat zum, oder? Das hat zumindest gerade so ausgesehen, als würden die Dinger in der Wand so langsam verschwinden. Ich glaube, Deutschland hat gerade ein Tor geschossen. Es hat zumindest überall gebrüllt. Von unten hat's gebrüllt, von draußen hat's Deutschland gebrüllt. Deutschland hat Elfmeterschießen gerade gewonnen. Durchs Elfmeterschießen gerade gewonnen, oder? Mhm. Okay. Yeah. Zumindest war gerade, ist eben als gerade, ich hab's nebenbei gerade laufen und da war... zumindest die Italiener sind total enttäuscht und die Deutschen jubeln gerade. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die das Elfmeterschießen gerade gewonnen haben. Kannst du mal auf mich warten? Ich hänge immer noch hier unten fest. So, ich habe noch hinten was eingesammelt. Achso. Okay, wo bist du denn? Vielleicht ist ach, da bist du. Geht's hier weiter oder? Ich glaube, ist es nur ein Nebenraum oder geht's erst. Oder ist das hier hinten? Ich kann ja schon mal den Klotz nach da hinten legen. Falls wir ihn brauchen. Ich glaube, der Klotz hätte dahin. Oh, na gut. Geht auch so. Okay. Auf, hoch. Vertrau dir mal, dass du das da oben machst. Hier gibt es jede Menge Bücher über die Artefakte. Und über uns. Schließlich waren wir in den letzten Jahren... Ach, das untere Ding kaputt machen, oder? Hoffentlich steht da drin auch was über meinen roten Mantel. Was? Jemand hat über mich geschrieben? Wer hat das erlaubt? Ich
glaube, wir müssen nochmal zurück. Ich glaube, das Ding, was wir da gerade eben gesehen haben, ich glaube, da kann man nicht. Scheiße. So einen Bodenschlag, so hochspringen und dann. Bei Amy muss er da unten noch hinkommen, oder? Ah ja, indem wir zurückgehen. Wenn wir nochmal zurückgehen. Okay. Ach, ich glaube, ich weiß wie. Ja, ich auch. So. Du hängst dran? Ja. Geht's? Ich muss gerade das Seil ein bisschen länger machen. Scheiße. Ja, schon okay, du hast es gekriegt. Absolut, du hast es geholt. Ah, cool, da kann man. Nein. Ja, kannst du, aber ich war gerade nicht weit genug. Bei mir bist du gerade hin. Also, Deutschland hat gerade definitiv gewonnen, glaube ich, bei mir. Zumindest wurde gerade hier in Kastelau hat gerade angehört, als hätte jemand ein Feuerwerk gezündet. Weißt du, was ich glaube ich eher? Bleib mal da stehen. Och, schade, doch nicht. Boah, Alter. Ich steh alles auseinander. Nochmal zu dem anderen Nebenraum eigentlich nochmal gehen? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, warum sind wir jetzt eigentlich hier hoch? Wir wollten doch. Wo bin ich gerade? Ich bin auch gerade so. Was? WT, was? ich verstehe. Ich bin dumm. Ich bin sehr dumm. Guck mal, Philipp. Meine Lilz, ich meine. Guck mal. Ja. Nur muss ich ja, wenn da hinten nicht, deine Dingens nicht noch ist, dann wird der mit jetzt einmal komplett runter und dann wird er genau die richtige Höhe hängen, oder? Mhm. So. Jetzt müssen wir überlegen, wie kommen wir da rüber? Ah. Nicht tun. Und jetzt? Ah, okay, gut. Also wenn wir da unten. Was ist da unten? Ich habe gerade geguckt, ob da ausgeht, als wäre da unten Wasser oder irgendwie sowas, aber da wenn du automatisch wenn du runterfällt. Amadeus will be resurrected. Immer wenn ich Amadeus höre, muss ich an das Lied denken. Hä? Immer wenn ich Amadeus höre, muss ich die ganze Zeit an das Lied denken. Rock me Amadeus. Mhm. Ah! Oh Mann! Kriegst du es hin? Nee. Und hüpf. Nicht so nah an die Wand stellen. Okay, jetzt brauche ich dich. Lauf! Hä? Lauf nach rechts. Und lauf links. Und spring. Genau. Du siehst mich? Ja, und hüpf. Schnubbelkind, muss ich dir zeigen. Du musst mich anschieben! Genau, pass auf.
So. Ich habe doch gesagt, dass du am besten mir hilfst, dann wird es schneller gehen. Spring mal. So. Mach mal deinen Horbumpf da drauf, dieses. Ja. Na also, und dann springst du nach rechts. So ungefähr. Bist du gerade von dem Ding gesprungen? Wo bist du denn? Toll! Oh. Gott, wer hat das jetzt geschafft? Ich bin einfach gut. Ach, bist du immer noch nicht. Ja, du musst mehr als schon 2 Sekunden da drin stehen bleiben. So. Weißt du, was mir passiert, dass wenn ich das mache, dass ich dann automatisch runterspringe und diesen nach vorne Stürmangriff mache? Oft, wahrscheinlich. Alter, ich will doch nur einmal nochmal. Ach, na also. Hoppa. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Halt mal still. Gute Nachricht ist, ich habe das Ding umgeklappt. Schlechte Nachricht ist, ich bin gestorben. So. Geht's da drüben noch weiter? Da geht's weiter. Stell das Ding mal da oben drauf. Und du am besten auch mit hier oben drauf. Sicher, dass es da oben weitergeht? Oder meinst du auf der anderen Seite da oben? Ah! Ich höre dich gleich, warte. Wupp. Wobei ich aber doch eher das auf. Nein, ich schon wieder. Hä? Wo? Warte. Oder so. Ach nö. Was ist das auf dem Boden? Flieg! Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich kann das Ding nur fliegen. Flieg! Ich hab jetzt eine leichte Theorie. Stell deine Kiste mal auf das andere oben drauf. Ach, was ist für ein anderes Ding? So, okay, du gehst jetzt da, wo du drauf schießt, gehst du jetzt erstmal runter. Dann stellst du das andere Ding drauf und. Also, jetzt muss ich wieder runter. Das war schon vorher schwer genug, da nicht diesen blöden Spiel nirgends runterzufallen. Dieses scheiß 3D, ey. So.
Was? Warum hast du das Ding nicht aufstehen lassen? Ich will mir gerade mal wiederbeleben. Kaum zu glauben, ich war dabei, das Ding da drauf hinzustellen. So. Ja, warum hast du wieder weggeräumt? Ich weiß es nicht mehr. So, entweder versuchst du jetzt von da drauf da auf das andere zu springen, oder du nimmst das andere runter, schätzt drauf und gehst auch so wie ich jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich will die Geschichte nicht lesen. Ich habe immer noch irgendwie so leicht meine Schwierigkeiten mit dem irgendwo Kante festhalten und hochspringen. Was hat er jetzt gerade gesagt? Ich sehe alles? Dieses Ding lässt bei mir alle Alarmglocken läuten. Du solltest nicht. Nein, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ding da stellen. Oh, man kann es anhalten. Ich hab das doch. Was? So. Nein! Ich wusste, warum ich da stehen geblieben bin. Nein! Okay. Du darfst auch nicht reinlaufen. Ist da noch eins? Nee, ne? Ich hab keine Ahnung. Nee, ist glaube ich nicht mehr. Okay. Raus hier. Oh nein! So, stopp, schlüsselflüssig. Nun, ist es klug, den besitzergreifenden schwarzen Rauch durch die ganze Akademie zu folgen? Du bist der Zauberer, du musst sowas doch wissen. Oh, wieder schwimmen. Guck, wie schön ich schwimme. Oh, warte. Wow! Welches ist das hier? Das Artefakt des Körpers. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Ich frage mich aber echt, wie das jetzt mit den Fähigkeiten ist. Ob wir die eigentlich irgendwann noch irgendwelche Fähigkeiten kriegen oder ob das jetzt schon alles war. Ich meine, ich erinnere mich so an Trine 2 mit dem magnetisierten Schild und du hältst das fest und ich versuche mich da hochzurennen. Das hat voll Spaß gemacht. Vor allem, war das irgendwas mit. Ich könnte mehrere. Also eigentlich am Ende von jedem Level, dass man im Grunde das machen konnte? Ja, ich weiß es nicht mehr, wie es war. Ich habe mir bis erstmal das Ding da oben. Zu spät. Das dritte Artefakt der Macht war in der letzten Kammer. Dunkle Energien bewegten sich darin. Und dann explodierte es. Ich bin frei! Er kommt mir bekannt vor. Endlich treffe ich euch persönlich.
Ich bin Sarek der Tod. Danke, dass ihr mich aus diesem lächerlichen Gefängnis befreit habt. 1000 Jahre war ich gefangen. Moment. Du warst all die Jahre im Artefakt der Seele und hast uns geholfen? Nur ein Teil von mir. Du verwechselst mich mit meiner Wächterin, deren gequälter Schrei ertönte, als ihr Machtgefäß zerstört wurde. Aber ihr drei habt das wirklich gut gemacht und sie ein für alle Mal entsorgt. Nein, das habt ihr nicht. Ah, haha, ihr habt mit Kräften gespielt, die euren Verstand übersteigen. Ihr wolltet sie loswerden, frei sein. Und dieser Wunsch ging in Erfüllung. Nichts zerstört eine Seele mehr als der gute alte Verrat. Leider muss ich jetzt los und einen schönen Körper für mich suchen. Hab noch einen schönen Tag. Bis bald. Aber er ist ja sehr Sucht in der Bibliothek nach den Chroniken des Wächters.